Abend, 18 Uhr. Sie sind live bei Ron und wir haben ganz viel mit Ihnen vor in den nächsten 30 Minuten. Und was genau, Marcel Schreiner weiß es. Jawohl, wir haben ziemlich viel mit Ihnen vor. Es geht zunächst mal um Corona, um die neuen Corona-Beschlüsse. Die sind tatsächlich erst vor kurzem rausgekommen. Außerdem wollen wir aber auch noch ein bisschen über Sport reden. Und zwar, um genau zu sein, über Beachtennis. Normales Tennis kennen Sie wahrscheinlich, von Beachtennis ja, haben die wenigsten schon mal gehört. Das zeigen wir Ihnen aber heute. Und es geht um Diäten. Und zwar um ganz viele auf einmal. Wie das so ja, vonstatten gehen kann, das alles sehen Sie jetzt bei Ron. Heute Mittag hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Landesministern via Videokonferenz beraten. Das Ziel, die Vermeidung eines stärkeren Anstiegs der Fallzahlen in Corona-Zeiten. Folgendes wurde beschlossen. Mindestens 50 Euro Corona-Bußgeld müssen von Betreibern bei Falschangaben in Restaurants gezahlt werden. Und wenn in einem Landkreis innerhalb von 7 Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten sollten, bei Partys in öffentlichen Räumen maximal 50 Personen teilnehmen. Bei mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner sind öffentliche Feiern auf 25 Personen zu begrenzen. Auch bei Privatfeiern gilt weiterhin Vorsicht. Dazu hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade auf einer Pressekonferenz geäußert. Es wird empfohlen, dringlich empfohlen, Feierlichkeiten zu Hause in privaten Räumen nicht mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen und bei einer höheren Infektionsrate von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen dann 25 in öffentlichen oder angemieteten Räumen und dringende Empfehlung, nicht mit mehr als 10 Teilnehmern Feierlichkeiten zu Hause durchzuführen. Die dunklen und kalten Monate stehen bevor. Disziplin ist also angesagt. Sarina Sprengelmeier hat mit dem Hygieneexperten Dr. Georg Christian Zinn gesprochen über Maßnahmen, Privatfeiern und mögliche Lösungen in heiklen Corona-Zeiten. Herr Dr. Zinn, es steht zum Beispiel im Raum, die Personenanzahl bei privaten Feiern zu reglementieren. Was ist davon zu halten? Das ist eine sehr wichtige Maßnahme. Wir hatten vor einem knappen Monat noch eine Vielzahl von Neuinfizierten bei den Reiserückkehrern. Jetzt sind es tatsächlich die privaten Feiern. Die müssen reglementiert werden. Es muss auch geguckt werden, dass ich die Gäste nachverfolgen kann. Da haben wir, glaube ich, alle aus den Geschehen in Hamm, wo es eine große Hochzeitsfeier gab, die viele Infizierte produziert haben, gelernt. Auch das Thema Lüften ist ein großes Thema. Inwieweit sehen Sie da die Möglichkeit, dass man da tatsächlich gewisse Regeln etablieren muss? Ja, da sind wir momentan dran. Das Umweltbundesamt hat neulich eine sehr, sehr gute Veröffentlichung gemacht, wo klare Regeln für Schulen, für Arbeitsstätten gebracht wurden. Man sollte sich auch klare Zeiten geben, zum Beispiel in der Schule, alle 45 Minuten wird gelüftet. Dann wird es auch gar nicht mehr kalt. Also ich glaube, da werden wir auch noch mehr hören und diese festen Regeln helfen uns. Wir haben eben schon gehört, es ist sicherlich sinnvoll, dass nicht mehr so viele Leute auf einem Haufen zusammenkommen bei privaten Feiern. Man könnte noch einen Schritt weitergehen und sagen, die müssen alle eine Maske tragen. Was halten Sie davon? Ist das durchsetzbar? Also aus meiner Sicht ist das nicht durchsetzbar. Das wird vielleicht bei einer Konferenz sein, bei einer Sitzung in der Firma, auch vielleicht noch in der Schule, aber nicht bei privaten Feiern. Da muss man nah an der Tante dran sitzen, dass die einen auch versteht. Also mit Maske wird schwierig. Ganz großes Thema bei Feiern ist natürlich auch immer Alkohol. Wenn man den zu sich nimmt, dann ist man enthemmter, dann kommt man sich näher. Ist also unterm Strich ein Riesenproblem. Man könnte darüber diskutieren, Alkohol zu verbieten auf privaten Feiern. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, einige Länder haben das gemacht. Südafrika hat ein Alkoholverbot. In Spanien wird jetzt der Alkoholausschank reglementiert, in Frankreich. Ob das wirklich dazu führt, dass die Leute sich besser daran halten? Ich würde es in Stufen machen, gerade bei privaten Feiern. Erstmal die Menge der Menschen beschränken und dann würde ich erstmal weitersehen. Herr Dr. Zinn, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung. Wer heute Morgen auf Bus und Bahn angewiesen war, der musste schnell nach Alternativen Ausschau halten. Denn Verdi hat seit den frühen Morgenstunden zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Der Grund? Die Gewerkschaft fordert, dass die Tarifverträge bundesweit einheitlich zusammengefasst werden. Momentan sind diese von Bundesland zu Bundesland ja verschieden. Weitere Forderungen beinhalten einheitliche Regelungen bei Überstunden und Schichtdiensten. Und 30 Urlaubstage für alle Beschäftigten. Rund 2020
200 Mitarbeiter bei der RNV haben sich heute am Warnstreik beteiligt. Zu chaotischen Szenen an den Haltestellen sei es aber nicht gekommen. Laut eigenen Angaben befördert Rhein-Neckar-Verkehr täglich bis zu 400.000 Fahrgäste. Der Streik soll laut Verdi noch bis zum Betriebsende heute Nacht gehen. RON-Reporterin Lena Wollny hat mit dem Geschäftsführer der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ausführlich gesprochen. Herr Lippe, nicht jeder zeigt gerade Verständnis für die aktuellen Streiks. Viele sind gerade erst im Pandemiealltag angekommen. Was entgegnen Sie dieser Kritik? Was sagen Sie dazu? Es bleibt uns im Moment kaum etwas anderes übrig. Nach zwei Verhandlungsrunden hat uns die Arbeitgeberseite kein Angebot auf den Tisch gelegt. Weder in den Tarifverhandlungen bei der RNV noch bei den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes. Wir haben im Frühjahr versucht, mit den Arbeitgebern, sowohl mit den lokalen RNV-Arbeitgebern als auch mit den Arbeitgebern im Bereich des Tarifvertrags öffentlicher Dienst, Vereinbarungen zur Verlängerung der Laufzeiten der Tarifverträge zu treffen, sodass wir während dieser Corona-Krise gar nicht in eine Tarifauseinandersetzung kommen. Leider sind die Arbeitgeber auf unsere Vorschläge nicht eingegangen, haben dieses Angebot vom Tisch gewischt und haben letztendlich zum Ausdruck gebracht, dass sie bei uns Schwäche vermuten und deshalb sozusagen den Plan haben, tarifliche Verschlechterungen durchzusetzen. Viele klagen auch jetzt gerade über fehlendes Geld. Inwiefern, Sie haben es jetzt gerade schon ungefähr angesprochen, aber inwiefern finden Sie es trotzdem berechtigt, zu diesen Zeiten mehr Geld zu verlangen? Also es ist die eine Seite, dass man sagt, okay, viele Menschen sind derzeit in Kurzarbeit. Das ist natürlich tragisch. Auf der anderen Seite sind die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, wenn man den öffentlichen Dienst in seiner ganzen Breite anschaut, genau diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die während der Corona-Zeit gearbeitet haben, die erhöhten Risiken getragen haben und durch eine unglaublich hohe Flexibilität dafür gesorgt haben, dass der Laden so weiterläuft. Und diese Republik funktioniert, zum Beispiel auch in hohem Maße, dass Kurzarbeitergeld ausgezahlt wird, dass Krankenversorgung läuft, dass Nahverkehr weiterläuft. Und die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gehören ohnehin nicht zu den Großverdienern, sondern befinden sich in der Gehaltsskala eher am unteren Ende. Sodass wir es nach wie vor für angemessen halten, an der Stelle nicht zu akzeptieren, was die Arbeitgeberseite gerade vorschlägt, nämlich 3-0-Runden für die nächsten 3 Jahre zu verkraften. Viele Verkehrsbetriebe klagen aber auch über weniger Fahrgäste. Inwiefern hat das Ganze Einfluss auf die Forderungen? Können Sie dazu was sagen? Die Forderungen sind aus unserer Sicht natürlich angemessen. Es geht in vielen Bereichen darum, Arbeitsbedingungen im Bereich des Nahverkehrs zu verändern. Das heißt, die sind natürlich nicht kostenlos, aber trotzdem ist es einfach eine Frage, ob ein Fahrer einer Straßenbahn oder eines Busses, der seinen Bus morgens am Depot am Betriebshof übernimmt und diesen Bus eine halbe Stunde vom Betriebshof entfernt an einen Nachfolger übergibt, ob dieser Weg zwischen diesen beiden Orten, nämlich zwischen Ort des Arbeitsaufnahme und Ort des Arbeitsendes, sein Privatvergnügen ist oder ob es letztendlich Arbeitszeit ist. Weil das natürlich für Menschen, die im Schichtdienst beschäftigt sind, durchaus eine unglaubliche Rolle spielt. Wie lange ist denn mein Tag? Herr Lippel, kurze letzte Frage. Was wünschen Sie sich jetzt für die Zukunft? Was haben Sie für Wünsche? Der Wunsch ist der, dass wir sagen, wir streiken nicht zum Spaß, sondern weil es unsere einzige Möglichkeit ist, auf Verhandlungssituationen Druck aufzubauen. Macht uns kein Vergnügen, die Bevölkerung daran zu hindern, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Unser Ziel ist, dass wir möglichst schnell am Verhandlungstisch zu Ergebnissen kommen. Zu Verhandlungen gehören immer zwei Seiten. Es ist aus unserer Sicht an der Zeit, dass die Arbeitgeber mit verhandelbaren Angeboten an den Verhandlungstisch kommen. Herr Lippel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wir kommen noch mal zurück zu den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern des heutigen Tages. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht aktuell. Wir hören rein. Masken tragen, im ÖPNV haben und so weiter, soll jetzt auch eine Rolle spielen bei diesem Thema Eintragen in die Personen- oder Personenangaben angeben in den Bereichen, wo es eben vorgeschrieben ist. Ich will auch noch mal sagen, das ist ein Punkt, den nehmen wir dann auch später auf. Der ist bei uns nicht geregelt. Wir haben eigentlich nur im Moment bezogen auf die Gastronomen oder diejenigen, die dafür sorgen müssen und das Hausrecht haben, haben wir die Möglichkeit von Bußgeld, aber nicht bezogen eben auf die Bürger und Bürgerinnen, die dann gefragt sind und dann eben falsche Angaben machen. Wir haben uns darauf verständigt, was vielen von uns ein Anliegen war im Vorfeld, dass wir auch auf der Bundesebene einen gemeinsamen Rahmen. Weitere Nachrichten des Tages hat für Sie kompakt zusammengestellt Sandra Pferdner.
gefährliche Körperverletzung. In Frankenthal wurde heute Mittag das Urteil gegen eine 38-jährige Frau aus Altlosheim verkündet. Sie soll im Juli 2019 mit dem Messer auf einen Freund eingestochen haben. Die Frau wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Kammer ist in ihrer Urteilsbegründung davon ausgegangen, dass es am Tattag so war, dass die Angeklagte von ihrer Tochter erfuhr, dass diese von dem Geschädigten, einem sehr guten Bekannten der Familie, wohl sexuell missbraucht worden sein soll. Daraufhin befand sie sich in einer sehr emotional aufgewühlten Situation. Die Täterin bekommt einen Bewährungshelfer und soll 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Anlaufstelle für Eltern. Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG und die Arbeiterwohlfahrt AWO haben heute die Eröffnung eines neuen Mutter-Kind-Hauses in Mannheim-Schönau gefeiert. Das Haus bietet 16 Apartments für Mütter und Väter in schwierigen Lebenslagen. Diese Einrichtung ist eine sehr wichtige Einrichtung, weil wir natürlich die Menschen, die Familien, die Mütter und Väter in unserer Stadt unterstützen wollen. Und das hier ist genauso ein Angebot, das einzelne Mütter und Väter tatsächlich in so einer Krisensituation benötigen. Von daher sind wir sehr glücklich, dass wir so eine Einrichtung haben. Die Bauarbeiten haben im November 2018 begonnen. Im Oktober wird auch die Außenanlage fertig gebaut. Wir kommen zum Sport. Der erste FC Kaiserslautern zieht die Reißleine und entlässt Trainer Boris Schommers. Das gab der Verein heute Mittag bekannt. Schommers ist nicht der einzige, auch der bisherige Co-Trainer Kevin McKenna wird sofort freigestellt. Die Roten Teufel zogen damit die Konsequenzen aus den 2 Auftaktniederlagen und dem letzten Tabellenplatz. Schommers hatte den Trainerposten am Betzenberg erst vor 1 Jahr übernommen. Nun gab der Verein die Trennung vom 41-Jährigen bekannt. Nach vielen internen Gesprächen habe die Ausrichtung des FCK im sportlichen Bereich und die Art und Weise, in der 3. Liga Fußball zu spielen, nicht mehr zusammengepasst. Eine Nachfolgeregelung für Boris Schommers ist noch nicht getroffen. Willkommen zurück bei Ronja. Unangenehme Dinge via Spiel vermitteln. Das ist ja meistens gar nicht die schlechteste Lösung. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Kartenspiel, das ist gleichzeitig Diätenbuch. Da ziehen Sie jeden Tag eine Karte und da kommt zum Beispiel, wenn Sie Glück haben, die Cheat-Day-Karte raus. Da dürfen Sie dann essen, was Sie wollen. Wenn Sie Pech haben, dann kommt eine Karte raus, da steht dann drauf, die nächsten 3 Tage nur Grünfutter zu sich nehmen oder vielleicht auch gar nichts. Fasten nach Zufallsprinzip mit starken Nerven, ja? Ob das dann auch wirklich hilft und ob die Pfunde purzeln, wir haben es getestet. Lars und Maria hätten beide gern ein paar Kilo weniger auf den Hüften. Er wiegt 106,7 Kilogramm, sie 78,3. Da kommt die abwechslungsreiche Diätlosbude mehr als gelegen. Aus diesem neuen Ernährungsbuch kann man die Essenskarten heraustrennen. 40 Tage zieht man täglich eine Karte, auf der eine Essensregel steht, wie zum Beispiel: Intervallfasten. Essen wie immer bloß bis 17 Uhr und dann 16 Stunden nur trinken. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Das ist keine feste Nahrung. Suppe. Puddingsuppe. Aber es wird schon was bringen. Da gehe ich von aus. Man muss halt nur Disziplin haben. Und Glück, denn neben den Fastentagen gibt es auch weniger strenge Karten wie den Essen-wie-immer-Tag. Insgesamt gibt's 9 unterschiedliche Essensregeln. Durch diese Abwechslung sollen die Kilos purzeln. In der Theorie kann das durchaus funktionieren, so die Expertin. Es ist keine einseitige Diät, sondern man darf da zwischendrin einfach mal wechseln zwischen den einzelnen Gruppen, worauf man auch Appetit hat. Die Vorgaben sind nicht zu streng, das finde ich gut. Auch Lars ist noch guter Dinge, denn seine erste Karte ist Intervallfasten. Bis 17 Uhr darf er heute also reinhauen, aber es gibt nur ein Rührei mit Bacon. Also das bisschen Verständnis muss man auch schon haben, dass man jetzt nicht zum Mittag sich 3 Pizzen und einen Döner reinschiebt und ein bisschen noch einen Softdrink dazu. Maria hingegen versucht gleich zu schummeln. Kann ich noch mal sehen? Sie hat den grünen Gemüsetag gezogen. Und als Maria dann beginnt, die Paprika mit dem Brotmesser zu schneiden und das Ganze in eine kalte Pfanne zu werfen, merkt auch unser Kamerateam, dass das wohl nicht so ihr Fachgebiet ist. Na, zum Glück hat Maria jetzt genau 40 Tage Zeit, um noch ein bisschen an ihren Kochkünsten zu feilen. Beide Tester halten für uns ihre Eindrücke in einem Videotagebuch fest. Heute gibt es zum Abendbrot Süßkartoffelpommes und Zwiebeln mit Bohnen. Mal sehen, wie das schmeckt.
Bei uns gibt es ganz klassische Kartoffelsuppe. Das gesunde Essen strengt an, besonders hart sind aber die Fastentage. Die Freude steht mir ins Gesicht geschrieben, denke ich. So ein Fastentag ist wirklich hart. Ich habe ja gestern die Intervallkarte gezogen und heute dann nochmal den kompletten Fastentag. Und ja, langsam habe ich Hunger. Maria ist niedergeschmettert und hatte Pech beim Kartenziehen. Aber ihre Disziplin zahlt sich schon nach 20 Tagen aus. Wow, das ist schon 4 Kilo. Mega. Lars traut sich gar nicht auf die Waage. Er schummelt sich immer häufiger durch. Ja, heute gibt es bei uns zum Mittag Kartoffelbrei, Rührei und Spinat. Nicht, weil es in meinen Plan gehört, sondern weil die Kinder es sich zum Mittag gewünscht haben. Im Büro ist so viel Stress und da braucht man was Süßes, damit es funktioniert, damit man in Ruhe arbeiten kann. Und während es bei Lars bergab geht, freundet sich Maria mit dem Zufallsfasten an. Hallo, ich melde mich von der Fastenfreundin, wie man sieht. Habe ich sehr, sehr gute Laune. So, da ich heute alles essen darf, gibt es bei uns heute ein schönes Frühstück. Wir treffen beide nach 40 Tagen auf und ab wieder. Den anfänglichen Erfolg konnte Maria leider nicht ganz halten. Sie hat am Ende insgesamt 3 Kilogramm abgenommen. Ein Ergebnis, das sich gut halten lässt. Klar, wäre natürlich 5-6 Kilo für den Moment schöner gewesen. Aber wenn dann im Endeffekt 2 Wochen später wieder 3 Kilo drauf sind, habe ich ja auch nichts davon. Lars kann seine Mogeleien am Ende auch nicht auf der Waage verstecken. Er hat nur 200 Gramm abgenommen. Bei manchen Patienten hilft diese Ernährungsform gut und bei manchen, die brauchen etwas anderes. Das ist aber normal, wir sind nicht alle gleich. Lars schiebt seinen Misserfolg auf den Stress, will das Experiment aber unbedingt noch einmal wagen, wenn er wieder mehr Zeit für sich hat. Und Maria hat eindeutig eine neue Lieblingsessensregel für sich entdeckt, das Intervallfasten. Diese Methode möchte sie ab sofort auch in ihren Alltag integrieren, weil man da auch mal sündigen darf. Draußen haben wir so ein bisschen grau in grau, das Wetter spielt nicht so ganz mit. Kommt die Sonne zurück? Das ist die Frage, hier die Auflösung. Morgen sieht es beim Wetter etwas besser aus. Wir starten zwar sehr trüb und mit teils dichtem Nebel, die Sonne kann sich aber immer größere Löcher ins Einheitsgrau bohren. Am längsten dauert das im Pfälzer und Odenwald. Am schnellsten kann sie sich am Rhein durchsetzen. Der September geht dazu recht mild zu Ende. Im Bergland erwarten uns 17 Grad, mit Sonnenunterstützung am Rhein bis zu 21 Grad. Der Südostwind weht dazu nur schwach. Der Oktober bringt leider vorerst kein goldenes Wetter, ganz im Gegenteil. Von Donnerstag bis Samstag geht es grau und mal mehr oder weniger nass weiter. Zwischendurch wirbelt ein kräftiger Wind die Blätter von den Bäumen und die Luft kühlt sich immer weiter ab. Mehr als herbstlich kühle 12 Grad sind zum Start ins Wochenende nicht mehr möglich. Mehr Informationen zu den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern sehen Sie heute Abend in einem RTL Aktuell Spezial um 20.15 Uhr. Einfach hier dranbleiben bei RTL. Und jetzt hat Marcel noch eine kleine Geschichte für uns, oder? Genau, und zwar sitzt ein 43-jähriger Mann aktuell in Untersuchungshaft. Und zwar, jetzt kommt's, weil er einen Einbruch in einen Kindergarten gewagt hat und dabei seinen Personalausweis dort vor Ort vergessen. Nein! Es kommt aber noch besser. Sie haben ihn nicht zu Hause dann festgenommen, sondern in einer Schule in Leimen. Da ist er nämlich auch gerade eingestiegen und da haben sie ihn auf frischer Tat ertappt. In Lorme sind sie auf den Leim gegangen, ihm. So ist es. Gell? Kann man schon so, so sagen. So ist es, so kann man es sagen. Jawohl. Würde ich auch sagen. Ja, also 20.15 Uhr, RTL aktuell, ein Spezial zu den Corona-Beschlüssen. Schalten Sie da gerne nochmal ein, das kann man nicht oft genug sagen. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Feierabend. Alles Gute, bleiben Sie gesund und morgen um 18 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dann. So ist es, bis alles morgen. Alles Gute. Tschüss.